بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا اسمع على لوب gebührt demjenigen der seinen Gesandten mit der Rechtleitung der wahren Religion gesandt hat, damit sie über alle anderen Religionen siegt. Und Friede und Segen sei mit dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Schwestern im Islam, erstmal wollte ich euch sagen, ich liebe euch für Allah. Und ich bin wirklich stolz, wenn ich hier hinkomme, dass ich so viele Brüder sehe, die Schwestern habe ich keine gesehen, dass ich so viele Brüder sehe, die an der Religion festhalten. Wir hören immer noch nichts. Vielleicht am besten die Tür aufmachen, weil lauter, dann schreie ich ja. Können wir laut Ding stellen mit... Ja, klar, mach das. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Techniker? Ich bin ja nicht hier der DJ. Kannst du schon mal machen? Inshallah. Alhamdulillah. Wie gesagt, da bin ich echt stolz, wenn ich euch sehe, wenn ich diese Leute sehe, die in dieser Zeit an der Religion Allahs festhalten. Und Alhamdulillah, der Prophet ﷺ hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, das sagt er zu den Sahaba, ja, eine Zeit der Geduld, der Standhaftigkeit, wo derjenige, der an der Religion festhält, ja, so ist in einem Hadith wie jemand, der einen glühende Kohle festhält und einem anderen Hadith, derjenige, der in dieser Zeit standhaft ist, der kriegt den Lohn wie 40 Leute von euch und in einer Überlieferung wie 40 Shuhada von euch. Das heißt, inshallah ist das eine Bushra für euch. Was mich persönlich angeht, so hoffe ich, dass Allah mich zu einem guten Muslim macht, weil ich weiß nicht, ob ich ein guter Muslim bin. Man soll sich ja nicht an irgendwelchen Möchtegern-Muslimen messen. Ja? Ich meine, ich kann mich jetzt nicht an Cem Özdemir beispielsweise messen. Ja? So, sondern man muss sich an anderen Leuten messen. Und deswegen, als Muslim muss man immer seinen Zweifel haben. Wir wissen alle, also ich meine Zweifel, dass man gut ist, natürlich. Weil wir sehen alle unsere Taten und wir wissen, kennen am besten auch unsere Sünden. Und ich kenne am besten auch meine Sünden. Und jeder weiß, und ich weiß auch, wie der Scheitan manchmal zu mir kommt und mich vielleicht auch Sachen sagen lässt, die falsch sind oder was auch immer. Deswegen weiß ich nicht, ob ich ein guter Muslim bin bei Allah. Möge Allah uns alle zu guten Muslimen machen, Amin. Und möge Allah unsere letzten Taten zu unseren besten machen. Aber was ich weiß mit Gewissheit ist, dass ich Allah liebe. Und dass ich den Propheten alayhi salatu wasalam liebe und dass ich den Islam liebe. Und das ist etwas, was jeder Muslim haben muss, was eine Bedingung von La ilaha illallah sein muss. Und es ist gefordert, dass der Muslim Allah über alles liebt. Und wisst ihr Leute, wir reden immer so viel vom Tawhid. Ja, und dann reden wir darüber, dass man keine Gräber anbeten darf. Das ist alles wichtig. Aber die Seele des Tauhids sind die Taten des Herzens. Und dazu gehört die Liebe für Allah. Allah sagt in Surah 2, Vers 165, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und von den Menschen gibt es welche, die sich neben Allah Rivalen nehmen und diese Rivalen so lieben, wie man nur Allah lieben soll. Und dann sagt Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, sind in ihrer Liebe zu Allah heftiger. Das heißt, die Gläubigen lieben Allah über alles. Und diese Liebe ist der Motor. Diese Liebe ist der Motor deines Herzens. Und diese Liebe wird begleitet von einer anderen Liebe oder diese Liebe führt zu einer anderen Liebe, nämlich dass man den Propheten a.s. liebt.
Der Prophet a.s.w. sagte in einem authentischen Hadith, der unter anderem in Bukhari überliefert wird, La yu'min wahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Keiner von euch ist gläubig, bis er mich nicht mehr liebt als seinen Vater und seinen Sohn und die Gesamtheit der Menschheit. Und die gesamte Menschheit. Das heißt, keiner ist wirklich gläubig, bis er den Propheten a.s.w. nicht mehr liebt als seinen Vater. Nicht mehr liebt als seinen Sohn. Nicht mehr liebt als alle Menschen, als die gesamte Schöpfung. Und diese Liebe führt selbstverständlich zu einer anderen Liebe. Die Liebe zu Allah und die Liebe zum Gesandten, die führt dazu, dass man den Islam liebt. Warum? Weil derjenige, der uns den Islam gegeben hat, ist wer? Ist Allah subhanahu wa ta'ala, und er hat wen erwählt, um uns den Islam zu geben? Und warum hat er uns den Islam gegeben? Und dann auch noch rechtgeleitet dazu. Warum? Qala ta'ala, Allah sagt, in Sura 20, Vers 1 und 2, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, wir haben den Koran nicht zu dir herabgesandt, damit du unglücklich bist. Das heißt, sondern das Gegenteil, damit du glücklich bist. Im Diesseits und im Jenseits. Im Diesseits, weil die Glückseligkeit, liebe Geschwister im Islam, und das ist etwas, was wir verinnerlichen müssen, die lässt sich nicht am Kontostand messen. Die lässt sich nicht am Auto messen. Die lässt sich nicht an der Größe deines Hauses messen. Liebe Geschwister im Islam, guck mal bitte eine Sache. Subhanallah. Die Menschen arbeiten ihr ganzes Leben, oder viele Menschen arbeiten sozusagen ihr ganzes Leben oder einen großen Teil ihres Lebens, um sich ein Grundstück zu kaufen. Stimmt's? Ihr ganzes Leben. Und dieses Grundstück macht wie viel aus von der ganzen Welt? Wie viel? Bestimmt noch nicht mal. Ich will das echt mal ausrechnen, was ein riesengroßes Grundstück von der Fläche der ganzen Welt ausmachen würde. Bestimmt noch nicht mal ein Millionstel. Ich will das echt mal ausrechnen, was würde ein riesengroßes Grundstück von der ganzen Welt ausmachen. Der Prophet a.s.w. sagte bei Ghazwat Badr, Allahu Akbar, achi. Da sagte er, ja, da hat er die, über, und das wird auch in dem Vers in Surah Al-Hadid gesprochen, Sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samawati wal ard. Ja, beeilt euch zu einem Paradiesgarten, zur Verzeihung von Allah, und zu einem Paradiesgarten, der die Größe hat von Himmel und Erde. Ein Sahabi meinte, Bachin, Bachin, wie Himmel und Erde? Guck mal jetzt. In diesem kurzen Moment, wenn er dort stirbt, hat er nicht ein kleines Grundstück, wofür er 10 Jahre arbeitet. Der sagt, guck mal, du sagst dir, guck mal, eine kurze Arbeit und Paradiesgarten von Himmel und Erde. Dann sagt er, dass ich wenn ich die Zeit vertreibe, um diese Datteln zu essen, dann ist das wirklich ein Leben, das zu lange dauert, sinngemäß. Und er schmeißt die Datteln weg und wird Shahid in der Ghazwatul Badr. In Ghazwatul Badr. Was ich damit sagen will, ist, wir lieben den Islam. Wir lieben den Islam. Der Islam ist mit der Glückseligkeit fürs Diesseits und fürs Jenseits gekommen. Im Diesseits, was habe ich schon gesagt, die Glückseligkeit lässt sich nicht im Kontostand messen. Und im Jenseits das Paradies. Kullu nafsin, Sura 3, Vers 185. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. فَمَنْ زُحْزِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ. Jede Seele wird den Tod kosten. Und dann werdet ihr euren Lohn am jüngsten Tag zubekommen. Und wer dann vom Höllenfeuer weggebracht wird und in den Paradies-Eingarten eingeht, der hat wahrlich einen gewaltigen Gewinn erlangt.
Und wenn wir sagen, wir lieben den Islam, dann heißt das, wir lieben den gesamten Islam. Das ist sehr wichtig in der heutigen Zeit. Denn es gibt viele Leute, die behaupten, sie lieben den Islam, aber die lieben einen Teil vom Islam. Zum Beispiel die Eltern lieben, dass die Kinder ihnen gehorchen müssen. Die lieben all das, was den Gelüsten zusagt. Ja? Die lieben die Gastfreundschaft, weil dann können sie schön beim Nachbarn essen. Aber wenn es darum geht, sich für die Religion aufzuopfern, zum Beispiel durch Dawah, dann ist es auf einmal anders. Dann versucht man Ausredewege zu finden. Hikma, das ist heute die Ausrede. Ja? Allah sagt im Koran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Rufe zum Weg Allahs mit Weisheit, das ist richtig. Nur was heißt Weisheit? Da steht, rufe zum Weg Allahs mit Weisheit. Da steht nicht, ruf zum Weg Allahs mit Feigheit. Oder ruf gar nicht zum Weg Allahs, sei weise. Ich habe mich versteckt, mich hat keiner gesehen, ich bin in Ruhe gelassen worden. Ach, der Prophet ist bekämpft worden. Weil so kommen die Leute heute, die sagen dann, ja, ihr müsst weise sein in der Dauer, damit RTL nicht bei euch vor der Halle steht. RTL steht vor der Halle, weil sie wissen, dass wir die Wahrheit sagen. Stehen die überhaupt vor der Halle heute nicht? Beim nächsten Mal, inshallah. Kostenlose Werbung. Ja, das ist der Punkt, das möchte ich sagen, weil es gibt ein neues, krankes Verständnis, das verbreitet wird. Und dieses Verständnis müssen wir in Stücke schlagen. Dieses Verständnis muss man in Stücke schlagen und dem Erdboden gleich machen und tief in der Erde verbuddeln. Das ist das Verständnis, dass die wahre Dauer nicht bekämpft wird. Und Allah sagt im Koran, in Sure 2, Vers 216, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَعُوا. Und sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von eurer Religion weggebracht haben, wenn sie können. Und Allah sagt in Sure 2, Vers 120, لَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا نَصَارَ حَتَّى تَطَبِيَ مِلَتَهُمْ. Allah sagt in Sure 8, Vers 36, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِكُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِكُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. Wahrlich, die Ungläubigen werden ihr Geld ausgeben, um vom Weg Allahs abzuhalten. Und sie werden es ausgeben. Und dann wird es für sie ein Grund sein, ein Grund der Gram, ein Grund der Schmach sein. Und dann, das heißt, nachdem sie es ausgegeben haben, werden sie besiegt werden. Das ist, was da steht. Warum bin ich hier, liebe Geschwister? Ich habe angefangen mit der Liebe zu Allah und mit der Liebe zu der Religion, dass wir alles von der Religion lieben. Und wenn man die Religion Allahs liebt, dann geht man hier aus dieser Halle raus und dann geht man in die Städte und dann schaut man sich um und dann sieht man, wie da ein türkisches Mädchen zur Prostituierten geworden ist und da ein marokkanisches Mädchen heroinabhängig geworden ist. Und da ein albanisches Mädchen irgendeinen anderen Schrott hat und da der türkische Junge drogenabhängig ist und da der marokkanische Jugendliche Zuhälter geworden ist und da hat der was und da hat der was und da hat der was. Und die Religion Allahs, es wird sich davon entfernt. Und das Herz, das für Allah schlägt, das kann sich nicht damit abfinden. Das Herz, das für Allah schlägt, das will diese Lage verändern. Das Herz, das für Allah schlägt, will den Adhan hören. Das Herz, das für Allah schlägt, will, dass das Wort Allahs am höchsten ist. Und hier kommen irgendwelche Schleimer, die sich hier bei den Kuffar einschleimen und versuchen, die Muslime zu verraten. Möge Allah sie vernichten! Möge Allah sie vernichten, Amin! Ich sage euch, Brüder, ich bin hier hingekommen mit einem kleinen Funken aus meinem Herzen und ich hoffe, dass der in euren Herzen zu einem Feuer wird, das für diese Religion brennt. Brüder, wir wissen nicht, wie lange wir leben, aber wir müssen für diese Religion leben und sterben. Leben und sterben. Ach, das ist das, was wir verinnerlichen müssen. Und da sollen die alle hüpfen und springen und wie Rumpelstilzchen durch die Welt jagen. Das interessiert uns nicht.
Das ist die Wahrheit. Der Islam ist die Wahrheit und der Islam ist keine Religion für Weicheier und Pampersrocker. Ja, das muss man einfach kapiert haben. Das ist heutzutage das kaputte Verständnis. Und deswegen, liebe Geschwister, in den letzten 5 Minuten, wo ich heute rede, ja, das war erstmal, damit ihr hier rausgeht mit dem Verständnis, liebe Geschwister. Ich will mich erinnern und euch, dass ihr heute hier rausgeht und sagt, was kann ich verändern? Einige Brüder, die haben gestern Dawah gemacht, die haben ein neues Dawah-Methode. Da haben 5 Leute auf der Straße den Islam angenommen. 5 Leute. Und wir werden dieses System jetzt in ganz Deutschland inshallah verbreiten. Das ist eine bestimmte Art und Weise, wie man mit Menschen spricht. Wir machen inshallah ein paar Dawah-Kurse. Das heißt, du stellst diese Frage, dann sagst du dieses darauf und so weiter. Wenn er das sagt, sagst du das. Das funktioniert ohne Ende. Jedes Mal, wenn die Brüder rausgehen, haben die durchschnittlich 5 Leute, die Shahada machen. Ja? Und das werden wir hier einführen. Die zweite Sache, die ich sagen will, ist, die Liebe zu Allah und die Liebe zu seinem Propheten und die Liebe zum Islam muss zu einer anderen Liebe führen. Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern. Aber der Prophet a.s. sagt, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَاسِ أَجْمَعِينَ. Keiner von euch ist gläubig, richtig gläubig. Ach nee, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder nicht das liebt, was er für sich selber liebt. Deswegen, wenn wir sehen, dass ein Tarut und einer der größten Tyrannen der heutigen Zeit, Bashar al-Assad, möge Allah ihn in dieser Nacht noch vernichten, Amin. Wenn wir sehen, wie er die Muslime foltert und quält und in Stücke schneidet und bei lebendigem Leib beerdigt, dann müssen wir gucken, was können wir tun. Und eine der wirklich, liebe Geschwister, erfolgreichsten und besten Methoden, die wir hier tun können, ist, dass man die Brüder und Schwestern dort mit Geld unterstützt. Den Krieg wird nicht der gewinnen, der nur auf dem Schlachtfeld gewinnt, sondern den Krieg gewinnt der das Land wieder aufbaut. Und glaubt es mir, wenn dort Leute, Brüder kommen mit Bärten und verteilen humanitäre Hilfe, das Volk sagt sofort, guck dir die Barmherzigkeit an von diesen Brüdern, das sind doch die Brüder von denen, die gegen Bashar al-Assad kämpfen und sie werden sich auf denen ihre Seite stellen. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, wir können hier unsere Geschwister unterstützen. Und deswegen lege ich jedem ans Herz, wenn ich schon selber sowieso zu schwach bin und wenn wir so viel Taxier haben, so viel Mangel haben in unseren Taten, unterstützt die Brüder. Und vielleicht, und Schwestern, vielleicht ist dein Euro, der 1 Euro, den du gibst, ist vielleicht der Grund, dass die Brüder und Schwestern durchhalten können und dass dieser Scheitan kippt. Möge Allah diesen Scheitan kippen lassen, Amen. Das ist meine Botschaft von heute. Es sind fast genau 20 Minuten gewesen. Ich hoffe, dass die euch motiviert haben. Steht hinter euren Brüdern in Syrien. Und diese ganzen Medien, die die Brüder als Terroristen dort bezeichnen, die sollen sich was schämen. Denn das sind keine Terroristen. Das sind Freiheitskämpfer. Der Terrorist ist Bashar al-Assad und seine Hunde. Und kein anderer. Und das sagen wir ganz klar und deutlich. Und möge Allah die Brüder unterstützen. Und möge Allah die Brüder dazu führen, die wahre Freiheit dort einzuführen. Amen. Jazakum Allahu khairan, akulu qawli hadha, wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin. Und Geschwister, ich wollte mich bei euch entschuldigen, weil es sind so viele Brüder hier und sicherlich der ein oder andere, den behandle ich vielleicht, der kommt vielleicht etwas zu kurz, weil es einfach zu viel mit jedem jetzt 5 Minuten zu reden. Und ich wollte doch jetzt noch weiterfahren, weil wir einige Aufnahmen woanders machen müssen. Deswegen, liebe Geschwister, ich bedanke mich bei euch. Macht bitte Dua für mich, dass Allah mich standhaft macht. Ich brauche die Unterstützung von Allah und eure Dua wird inshallah erhört. Ich liebe euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns alle festigen und möge Allah uns zu leuchtendem Beispiel für den Islam machen. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.